Willkommen YouTube, wir machen weiter mit LS22. Ich hab's gesagt und es ist eingetroffen. Wir haben fast fertig. Fast haben wir fertig. So, nochmal ein schönes Bildchen machen. Ist ein bisschen dunkel, aber es hat irgendwie was. Es hat irgendwie was. Hoffentlich sehe ich das auch noch so, wenn ich es bearbeite. Ihr seht schon, das Ding wird immer und immer leerer. So, 69%. Bei 69% sind wir erst. Ist schon fast leer. Ich glaube, da kann er hier gleich nochmal ranfahren und neu holen. Ich denke, das wird nicht reichen, was wir da drin haben, die 211.000 Liter. Oh, es reicht doch, stopp. Oh mein Gott, auf einmal reicht's doch. So. Gut. Überraschenderweise reicht es auf einmal doch. Von 69% war das, glaube ich, auf 100 in einer Sekunde. Krass. So, einfach damit es wieder im Silo ist, beziehungsweise fahren wir das ja nicht ins Silo, sondern direkt zur Ölmühle. Na gut, direkt auch nicht. Direkt war eine Lüge. Wir werden jetzt erstmal direkt schlafen gehen. Denn das war das Letzte, was ich noch erledigen wollte, bevor wir in den Dezember weg sind. Und das ist jetzt erledigt, wie ihr wisst. Damit werden wir jetzt einmal wieder Tag machen und uns neuen Aufgaben stellen. Bis 8 Uhr einmal bitte. Flup, flup, flup. Schöne Haie machen. Ne? Wer von euch kann auch so schnell einschlafen? Und so gezielt aufwachen vor allem. Ohne Hilfsmittel. Einfach spontan sein. So, morgen stelle ich meinen Körper ein, 8 Uhr und dann gebe ihn. So, es ist immer noch ziemlich dunkel. Ich werde mal ein bisschen spulen, bis es hier ein bisschen heller ist. So, reicht aus. So. Sage und schreibe, 14 Minuten mussten wir spulen. Das hat so viel Zeit gekostet. Also 14 in der Minute natürlich. Schnee ist angesagt. Ja, wen wundert's? Ich mach die Hilfe doch mal weg. Oh Wunder, Schnee ist angesagt. Im Dezember. Ist irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, wenn man das so heutzutage mal vergleicht. Schnee ist ja so ein Mangelprodukt, ne? Wie habt ihr den Sturm überstanden? Letztes Wochenende. Ich meine, ist jetzt schon ein bisschen näher. Aber wie ging's euch so? Ich hoffe gut. Bei uns war es nur sehr, sehr windig. Aber das war's dann auch. Achso, du kannst nicht mehr rüberschmeißen. Ich wollte schon sagen, wir haben ordentlich drin, wir haben knapp, wir haben ganz schön viel überbehalten. Ich meine, ist mir recht jetzt, ehrlich gesagt. Ich möchte das Silo einmal leer machen und ein neues Silo kaufen. Und dann natürlich das Silo verkaufen. Müssen wir natürlich den Kurs nochmal neu einfahren vom Silo, aber ist mir egal, das finde ich nicht weiter dramatisch. Achso, ich habe hier nochmal irgendwie... Nee, das wollte ich gar nicht. Was bist du? Ach, du bist das Ballenlager mit Auflöser. Und dass wir vielleicht das hier nehmen. Stimmt, ich habe noch hier so einen Misthaufen. Das fand ich ganz geil. So eine Ecke nur. Oder sowas halt. Oder sowas Großes mit 5 Millionen Liter Mist. Weiß nicht, fand ich jetzt ganz cool, muss ich sagen. 800.000 Liter. Guck mal, zum Glück haben wir so ein großes genommen, ne? Aber ich finde die halt hässlich. Mit diesen zwei Einfahrschlitzen. So, müssen wir das hier vielleicht nehmen. Okay, das hat auch... Das hat denn beides... Ne, das hat auch nicht beides auf einer Seite. Aber es sieht so aus, weil da so diese zwei Dinger sind. Aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, finde ich angenehmer zu befahren als das hier. Aber naja, müssen wir letztendlich gucken, ne? Fahren wir... Multifruchtlager und Schüttgüter. Das hat wirklich beides auf einer Seite. Müssen wir uns nochmal überlegen, was wir genau machen. So, wir machen jetzt aber erstmal eine Ladung Öl. Oder eine Ladung Sonnenblumen, fahren wir zum Öl hin und dann werden wir die Gewächshäuser alles leer machen. Die sind nämlich extrem voll. Extrem voll. Wirklich extrem voll, also wirklich am Limit. Hier habe ich noch ein bisschen, was war das, Olivenöl, glaube ich. So, also wir müssen jetzt hier ein bisschen LKW fahren. Ein bisschen LKW-Fahrt ist heute da.
So, ich meine, wir haben jetzt zwar schon ein Bild gemacht, aber Wayne. Ja, man weiß ja nie, für welches man sich entscheidet. Niemals weiß ich das nicht. Also meistens habe ich immer so ein Bild, was ich dann auch wirklich nehme. Aber meistens muss ich die auch nachträglich nochmal neu darstellen, sage ich mal so. Muss ich da nochmal ein bisschen cheaten? Nee, ist natürlich nicht wahr. Aber meistens muss ich wirklich die Bilder nochmal neu. Wie heißt denn das Wort, was ich suche? Ich kann heute nicht reden. Wie heißt denn das Wort? Neu darstellen, sagen wir einfach inszenieren. Inszenieren muss ich das nochmal, die Situationen, damit das auch passt. Also Sonnenblumenöl ist hier natürlich noch nicht an. Jetzt schon. Läuft. Wird auch schon produziert. Sehr schön. So. So, ich dachte immer, dass die Leute gar nicht wollen, dass die Produktionen so schnell sind. Und dann sehe ich einfach, wie die Mods. Und die Mods sagen mir so klar und deutlich, ey, wir wollen, dass das Ding richtig schnell läuft. Weil einfach dann gibt es ja so 10-mal schnellere, was auch immer hier, Produktion. Dann gibt es das nochmal schneller und und. Das finde ich interessant, wo ich mir immer so dachte, so, oh, Schande über dich, du spielst, du machst die Produktion schneller, damit sie auch immer irgendwas abwerfen. Dabei will die Welt das so. So viele Mods, wie es in dieser Richtung gibt. Das finde ich krass. So dieser scheinbare Wechsel. Ach so, ich habe noch eine richtig geile Mod, aber da müsste ich jetzt mal beinpressen. Ich habe die Darnrollen-Mod. Früher im LS19 hieß es Baller-Add-on. Also Ballen-Add-on. Das ist jetzt muss man auch Garnrollen oder Netzfolie kaufen für die Rund- und Quaderballenpressen, damit sie funktionieren. Also man hat da jetzt nochmal so ein Zusatz-Manage-Ding drin, da, sonst kann man nämlich keine Ballen pressen. Wenn man keine, ja, Garnrolle, wenn man halt keinen Stoff hat, um das Ding zu umwickeln. Finde ich so geil. Habe ich mir sofort gegönnt. Also, ich war ein bisschen abgeschreckt, weil da so stand, ja, du musst das und das so machen, musst du in der XML-Datei umschreiben und dann geht das und alles. Ist aber nicht der Fall. Also für die Standardsache muss man das nicht. Die werden ganz standardmäßig mitgeliefert mit dem Modpack. Das ist, glaube ich, nur eine Anmerkung für andere Mods. Für andere gemoddete Ballen, also für Mod-Ballenpressen, die man dann natürlich auch mit Sicherheit damit spielen möchte. Wie haben wir ihn hier drinne? Traum, ja, haben wir gut drinne. Müssen nur mal spawnen, endlich. Haben wir gut Traum drinne. Traum werden nicht angenommen, das ist für mich vollkommen in Ordnung, mein Freund. Vollkommen in Ordnung. So, ja, hier habe ich schon mal ein paar doppelt gestellt. Damit wieder ein bisschen nachproduziert werden können. Ja, es trauen wir hier überall nicht angenommen. Tritt dich ein, du Klugscheißer. Wie einfach von allen sowieso, also eine Tonne runtergenommen wurde. Na gut, von fast allen. Bom, bom, bom. Ach nee, falsche Richtung. Wir wollen ja weiter rückwärts fahren. So. Und so und so. Alles fertig. Wie viel haben wir jetzt? Ja, gut drinne wieder. Gut drinne. Das Ding ist, die Traubensaftpaletten haben nur 432 Liter. Das bedeutet, es werden ordentlich viele spawnen, wenn da so 20.000 Liter drin sind an Saft. Und das wird auch lange dauern, das wieder zu oder das wegzubringen. Also, das wird hier eine richtig harte Geschichte. Bum, bum, bum. Deswegen habe ich das auch schon mal rausgestellt. Ihr seht es. Oh, was ist die Ansicht? Ihr seht es. Es ist einfach voll. Aber interessanterweise bei den Trauben droppen die FPS nicht. So, dann holen wir jetzt hier nochmal ordentlich raus. Ich meine, wir haben hier noch 8.000 Liter drin. 8.800. Ne? Das sind viele.
Das sind viele Paletten. Mal gucken, ob wir überhaupt alle mitnehmen dürfen. Und leider können auch immer nur vier gleichzeitig spawnen. Wir können alle mitnehmen. 49.248 Liter. So, hier kommt natürlich die Rede in Angriff. Traubensaft darf nicht im Gold Market Shop verkauft werden, weil das ist ja eine Standardproduktion oder ein Standardprodukt. Und das muss richtig verkauft werden. Schokolade, diese Streusel zum Hirstoff, Sonnenblumen, Traubensaft. Habt ihr es schon gesehen? Streusalz. Wo ist denn hier der Traubensaft? Oh Mann, ey. Man kann ihn ja auch nicht blöd verkaufen. Zucker, Honig, Müsli, Sonnen. Rosin, Traubensaft. Diese neuen Bilder, ne? Diese neuen Bilder. Ja, Lidl. Markierung setzen. Let's go. Einmal zum neuen Lidl fahren. Oh, da ist aber ordentlich Gewicht hinten drauf. Da ist ordentlich Gewicht hinten drauf. Achso, ich habe hier nochmal eine Silageschlange gemacht. Ne, nur ist das noch nicht sofort gedehrt, weil es keine Mission ist. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ist natürlich keine Mission gewesen, deswegen ist da ein ganz normaler Gärprozess drinne, der halt einfach ein bisschen dauert. So, oh nein. Krieg ich den umgedreht. Nö, ne? Nee. Und purzelt alle runter. Oh Gott. Wuh! So ein Scheiß. So ein Scheiß. Ich muss die jetzt leider hier auch einmal runterschmeißen. Das ist ja nochmal das Schlimmste. Ich muss den ganzen Saft runterschmeißen. Weil sonst die Spawn-Sachen blockiert. Oh Mann, so ein Mist, ey. Es war aber auch dämlich so schnell, um die Kurve zu ballern. Also das kann man jetzt echt nicht schönreden. Man kann ja nicht sagen, technischer Fehler. Nee, kann man nicht. Leider nicht. Ah, wie viele kriegen wir jetzt hier rauf? Also rauf werden wir wieder alle bekommen, hoffentlich. Aber ich meine jetzt, wie viel können wir gleich so raufschmeißen? Ey. Lass die hier mal unten durch, bitte. Lass die hier mal alle unten durch. Wie viel haben wir? Also, da müssen wir jetzt nochmal ordentlich. Das ist aber auch. Der Bremskrieg ist aber auch echt unmöglich. Also, am besten zum Anhalten irgendwo gegen ballern. Ey, lass mich raus hier. So, Spanngurt lösen, Spanngurt wieder ran. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das glaubt ja auch kein Schwein. Das glaubt ja auch kein Schwein. So. Man denkt sich ja immer so einen Fall von, ja, Last Zone gekippt und dann kannst du die Gummibären klauen, die runterfallen. Aber der Traumsaft, der war heil. Da kam keiner ran. Da hat keiner den Strohhalm gleich gezückt. Deswegen gibt es wahrscheinlich so Strohhalme mit so Spitzen unten dran, ne? Dass du gleich so ein Tetrapack, was auf dem Boden fällt, direkt attackieren kannst wie so eine Mücke. Das ist der Sinn hinter spitzen Strohhalmen, hinter diesen Metallstrohhalmen. Nicht Umweltschutz, nein, das ist einfach nur Mundraub. Schnellen, spontanen Mundraub. Zack, Tetrapack, drauf. Draufstürzen, aussaugen, die Sau. Erledigt. Oh, da hinten ist ja schon Lidl. Wir müssen ja nur schaffen, das Ding rechtzeitig zu bremsen. Das wird eine Herausforderung werden. Ich meine, wir nähern uns 50 Stundenkilometer. Was heißt, wir nähern uns? Wir sind bei 50 Stundenkilometer. Menschen, oh, Vorsicht. Eine 30er Zone mit 60 reinfahren. Innerorts, ja, ganz klar, Lappen ist weg. Der Lappen ist weg. So, ich bin übrigens schon beim Bremsen. Ja, ich bin voll in der Eisen. Vorsicht. Hallo, Wärter hier. So, wirklich. So.
So. Wie groß ist denn der Spawn, der Trigger? Der ist gigantisch. Flop, flop, flop. Und abschrauben. Erledigt. Wie viel gibt's? 240.000. Also ich habe auf jeden Fall vor, mir für nächste Saison ja so ein paar Felder neu zu kaufen. Ein, zwei Felder, glaube ich. So Leute, damit wir uns das hier ersparen auf Dauer. Ihr habt jetzt einen Verkaufswert gesehen. Ich werde das hier mal schnell alleine verkaufen. Ich werde das hier ratzfatz alleine verkaufen. Dann hat es sich erledigt. Naja, müsst ihr euch nicht mit belästigen. Was für eine Voll. Achso, grubbern. Grubbern, ja, kannst du alleine machen, ein Riesenfeld. Auch grober Quest. Na gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.